Fabulous, fabulous. Wenn man diese Worte hört, weiß man gleich, von wem sie stammen. Erst groß, markant und einfach umwerfend. Puppies Love Day fällt aber bei Austria's Next Topmodel nicht nur durch seine Sprüche und seine Authentizität auf, sondern auch durch seine schillernden und ausgefallenen Outfits. Puppies kann anziehen, was er will. Ihm steht einfach alles. Die Liebe zur Mode entdeckt Puppies aber erst spät. Ursprünglich ist sein Plan ein ganz anderer. Er will Profisportler werden. Doch dann kommt alles anders. Ich wurde gescoutet in Frankreich. In 2000, ja, in 2000 wäre ich 400 Meter trainiert im Stadion in meiner Universität in Frankreich. Danach bin ich in Italien gegangen, dann habe ich dort angefangen. Erster Job war Benetton Weltweitkampagne. Ich war vorher 400 Meter und 800 Meter Läufer. Die Modelkarriere kommt bei Puppies erst nach einem unglücklichen Zufall ins Rollen. Ich hatte Beinscheibe und konnte nicht mehr laufen. Und dann die Rehabilitation ist die Anfrage aus Mailand gekommen. Dann habe ich das gemacht wegen des Geldes, aber danach bin ich verliebt. Ich bin verliebt geworden in die Mode, dann habe ich gesagt, okay, dann bleiben wir in Mailand. Nach Mailand kommt Paris und nach Paris quasi die ganze Welt. Er erobert die Herzen der Designer im Sturm. Puppies Love Day läuft für Yves Saint Laurent, Gucci und Givenchy. Wirbt für Galliano und Armani. Er ist das erfolgreichste schwarze Model der Welt. Ein Glamour-Leben, oder? Die Glamour in Fashion kommt immer danach. Und während du arbeitest. Aber wenn du den Job suchst, ist es nicht Glamour. Es ist so wie die Arbeiten. Die Glamour ist, wenn du Shows machst, dann hast du die fantastische Glamour und dann gehst du die Party, Designers Party, das ist die Glamour. Aber wenn du gehst Casting, wenn du bist in Backstage, es ist ganz nicht alles glamourös, es ist auch harte Arbeit. Mit harter Arbeit zum Erfolg. Mittlerweile hat Puppy seine eigene Jeans-Kollektion namens Love Day Jeans und auch seinen eigenen exklusiven Champagner. Bei Austria's Next Topmodel verlangt er den Models wieder einiges ab. Ihnen steht ein Sprung vom Macau Tower bevor, dem zweithöchsten Bungee-Jumping-Turm der Welt. Kein Wunder, dass die Nerven blank liegen. Wer diesen Höhenflug tatsächlich wagt, das sehen Sie heute um 20:15 Uhr. Nur auf Puls 4.